Das Master-Approved-Programm ist ein neues Programm für Bachelor-Absolventen, also ein neuer Einstiegskanal und ist eben dafür gedacht, für Leute, die nach dem Bachelor noch richtig Lust haben, den Master zu machen, aber gleichzeitig gerne schon das Berufsleben starten wollen. Der Vertrag ist unbefristet und das Ganze ist ein berufsbegleitender Studiengang. Wir streben an, Richtung 80% eben einen Vertrag anzubieten und dann eben die restliche Zeit für das Studium zur Verfügung zu stellen. Also es gibt verschiedene Benefits eben bei der R&V. Also zum einen gibt es eben 14 Gehälter, wir haben flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten. Grundsätzlich ist das Masterprogramm eben ein begleitetes Programm. Das heißt, es gibt auch ein Rahmenprogramm, wo zum Beispiel Schulungen mit drunter fallen, wie Projektmanagement oder auch sowas wie Sketchnotes, also wo man sich eben auch noch ein bisschen weiterbilden kann. Wenn wir davon ausgehen, dass es am Anfang eben 80-prozentiger Vertrag ist, kommt man so raus bei roundabout 43.000 plus minus. Wir sind hier auch tariflich gebunden, sodass wenn es jetzt zum Beispiel eine Tariferhöhung geben würde, was ja sehr oft vorkommt, dann würde auch natürlich die Masterstudierenden davon profitieren können. Ich bin die Gloria, ich bin 26 Jahre alt und ich arbeite jetzt bei der R&V in Teilzeit und mache berufsbegleitend den Master IT Management. Ich arbeite von Montag bis Donnerstag bei der R&V von 8 bis 14 Uhr und genau freitags und teilweise samstags ist dann das Studium. Also es ist so, dass wir einen Hochschulkatalog haben, in dem wir eben verschiedene Partner Hochschulen drinstehen haben. Das sind sowohl Fernuniversitäten als auch eben Hochschulen direkt hier in der Nähe, sodass man eben zum Beispiel in Darmstadt oder auch in Mainz studieren kann. Wir haben ein zweistufigen Auswahlverfahren. Es sieht folgendermaßen aus, dass man im Erstgespräch auch mit Recruiting gemeinsam schaut, passt das so, was gibt es für Angebote und dann auch verschiedene Fachbereiche kennenlernt, sodass man da auch ein Gefühl dafür bekommt, was ist denn die Aufgabe der Fachbereiche. Und letztendlich kann der Bewerber, die Bewerberin sich dann entscheiden, wo sie sich sehr gut vorstellen kann. Dann gibt es die zweite Stufe und dann schaut man so ein bisschen auch, passt das so, wie sind so die Kompetenzen. Ja, ich möchte dann erstmal hier einsteigen. Man hat ja auch wirklich viel Berufserfahrung, hat schon viel Verantwortung übernommen, dadurch, dass man ja schon eben in Teilzeit richtig im Arbeitsleben drinsteckt. Und da möchte ich dann anschließen und genau die Arbeit erstmal fortführen.